Hallo und willkommen zu einer neuen Folge in unserer Not-So-Berry-Challenge. Minze sieht gerade nicht sehr glücklich aus. Sie ist ja gerade am Frühstücken in ihrer Wohnung und ja, ihr ist kalt, sie hat schlecht geschlafen und Rückenschmerzen wegen dem billigen Bett. Und Muskelkater hat sie auch noch und ein Werwolf ist sie auch noch, also die Arme. Ja, und heute müssen wir zur Arbeit gehen. Also sollte auch keine Gefahr bestehen, dass sie wieder ein Wolf wird, so wie letztes Mal. Ja, und wir nutzen jetzt die Zeit, bevor du zur Arbeit musst. Ich hätte gern, dass du hier in Foren provozierst, aber ja, Rechnung solltest du vielleicht auch mal zahlen. Weil sie braucht die Schelmfähigkeit hoch. Ja, in Foren provozieren. Und ich habe immer noch nicht die Weihnachtsdeko abgenommen. So, jetzt ist die Weihnachtsdeko weg. Nur die Schneeflocken habe ich gelassen, weil, ja, ist ja Winter, es passt ja gut. Sonst haben wir wieder weniger Geld, aber ja, so ist es halt. Ja, wir beschleunigen mal, weil sie gerade sowieso nichts Interessantes macht, bis es dann losgeht zur Arbeit. So, und wir gehen natürlich wieder mit zur Arbeit. Oh, wir haben einen Sammeltag auf der Arbeit. Im Labor gehen die Vorräte aus. Du musst mehr Proben sammeln, damit das Labor weiter forschen kann. Halt die Augen offen. Das machen wir doch gerne. Hier haben wir nämlich sehr, sehr schöne Sammelobjekte. Da kannst du mal graben und graben. Ja, Minze hat wieder ihre komische Arbeitskleidung an, weil das bei mir verbuggt ist mit der Arbeitskleidung. Das Laborzeugs ist nicht mehr im Cast zu finden. Ich weiß nicht wieso. Naja, ist ja nicht so tragisch. Das ist nur Aussehen von daher. Sie hat vielleicht eine höhere Position und deswegen hat sie einen anderen Kittel oder so. Da kannst du auch noch graben. Pflanzenproben musst du analysieren. Aber wir haben doch Objekte gefunden hier. Sammelobjekte. Ach so, zwei haben wir. Okay, wir brauchen 10. Ja, da musst du hier überall mal graben. Es gibt da nur noch mehr Steine. Ja, hier. 3. Nummer 4. Hier kannst du dann auch mal graben gehen. Ist das eine Pflanze? Ja, die wollen wir nicht. Ja, so. Gleich haben wir es. Eine Kapsel, okay. Warum stinkst du denn jetzt? Du hast doch noch zu Hause duschen, bevor es losging. Wahrscheinlich, weil sie hier so Sachen ausgräbt. Ja, du kannst dann gleich duschen gehen. Wir haben hier eine Dusche. Ist ja nicht so schlimm. So, noch einen, dann hast du's. So, sehr schön. Dann gehst du bitte ganz kurz duschen, dass du dich etwas besser fühlst. Pflanze gießen, ja, das wird wahrscheinlich nicht gehen, oder? Doch, gießen. Schnell, 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 Minze. So, fertig geduscht, raus mit dir. Wieder runter. Schnell die Pflanze gießen, bevor die Kollegen unsere Pflanze klauen. Ja, wir haben es. Georat wegen Metall oder Kristall anrufen. Hier, Georat wegen Probe anrufen. Ja, hallo, ist ja das Georat. Ich habe ja sowas gefunden. Der quatscht uns hier einfach an, der Kämmerin. Ja, was ist denn das für ein Metall oder was auch immer? Ist das ein Metall? Nein, ich glaube ein Kristall. Nein, ein Metall, glaube ich. Die Kristalle sind ja alle so. Ja, Cameron, es ist etwas schwer, dass wir hier mit der Person am Telefon reden, wenn du da stehst und mit uns quatscht. Literalit besteht zu gleichen Teilen aus Selium und Volenton. Weist jedoch auch einen kleinen Teil Krytako auf. Okay, sie bewundert das Notausgangsschild. Während Cameron mit ihr spricht, wünscht sie sich vielleicht, dass sie hier flüchten kann vor ihm. Aber du musst sowieso jemanden um einen Kristall bitten. Um Kristall bitten. Na, was erzählst du ihm denn da mit Polizei und so weiter, Wir haben einen Turmalin bekommen. Dankeschön. Brauchen eine Pflanzenprobe. Ja, nimm hier eine Probe. Lass den Kämmerer bitte mal. So. Perfekt. Ein Metallklonen, wie geht das denn? Was ist denn die Klonenmaschine? Ist es das Ding? Oh, wir haben hier so ein Ding hergestellt anscheinend. Ja, das ist jetzt, steht jetzt hier halt rum. Da jetzt schwebt dieses Ding da so rum und ja, schön ist das. Ich weiß nicht, ob das die Klonmaschine ist. Keine Ahnung. Aber du kannst ja erstmal die Pflanzenprobe analysieren. Aber ich glaube, das ist die Klonmaschine, oder? Von der Form, die da steht. Ich wüsste nicht, was sonst. Haben wir sonst auch irgendwelche schönen Sachen hier angebaut?
Nee, das wird die Klonmaschine sein. Ein Metallklon. Das ist ein Metall hier. Können wir das jetzt klonen? Da, jetzt können wir es klonen. Man muss es links reinlegen. Von uns aus gesehen jedenfalls. Ja, hier in unserem wunderhübschen Keller. Ja. Da gibt es sogar einen OP-Saal und so. Ein Krankenzimmer, ein sehr kleines, enges und ein Geheimlabor mit einem Portal zu den Aliens. Und hier eine Alien-Pflanzensammlung, die da züchten. Ja, das ist hier unser kleines Dings. Ja, und hier unten ist sozusagen ein Labor, auch ja noch ein Labor. Da werden halt so die Geheimprojekte durchgeführt. Ui. Tja, wenn alles nur so einfach wäre, wie das zu klonen, ha? Wollen wir noch irgendwas klonen? Hier, von dem haben wir auch nicht viel. Kannst du auch mal klonen, wenn wir schon hier sind? Ich finde das lustig, der Effekt. Oh, es geht wohl schief, es ist rot. Okay, was auch immer das ist. Tu mal dieses Ding in dein Inventar mit, Sir. Huch, beim Klonen scheint irgendwas schief gelaufen zu sein. Ja, nein, wirklich. Würfel rudimentärer Masse, ein Basisbaublock aus inaktiven Elementen, der zu einer unentwickelten Form geschmolzen wurde. Und damit können wir nichts machen? Naja, wir sollen jetzt erstmal eine Kaffeemaschine rumbasteln. Die ist hier oben irgendwo. Ja. Ja, dann ist auch die Kaffeemaschine hier oben. Müsste ja nicht die sein. Bastel bitte mal dort rum. Der Kollege ist ja auch am Essen mit seinem schönen roten Haaren. Oh, wir haben noch gar nicht so viel geschafft, wie ich wollte. Faiz ruft uns an. Minza, danke, dass du mir vorgeschlagen hast, mit Joffrey Langgrab abzuhängen. Wir hatten eine fantastische Zeit. Das ist doch schön für dich. Auch freundschaftliche Zusammenführung, weil jemandem geholfen hat, eine Freundschaft voranzutreiben. Es macht stets große Freude, andere zusammenzubringen. Oh, wie schön. Vielleicht schaffen wir das Rumbasteln noch, aber ich glaube nicht. Können wir länger bleiben? Wir haben eh nichts zu tun. So. An einem Computer rumbasteln. Computer müsste hier eines sein. Rumbasteln. Was passiert eigentlich, wenn die das machen? Geht nur die Geschicklichkeit hoch oder wie? Hier im Meetingzimmer von der Firma. Den Apropos von einem Sim nehmen. Der bastelt auch was rum. Mit dem mal noch an dem A-Dings fragen. Hier, um DNA-Probe bitten. Kriege ich eine DNA-Probe von dir? Oh, er ist einverstanden. Dankeschön. Oh, analysieren. Wo kann ich die analysieren? Chemieanalysegerät. Ja, dieses schöne Teil hier. Probe analysieren, DNA-Probe. Vielleicht schaffen wir das noch? Sie hat einen sehr guten Arbeitstag geleistet. Vielleicht werden wir jetzt auch befördert. Ja, wir haben noch gleich Feierabend. Leuchtet aber schön da drin. Und hast du jetzt was rausgefunden? Die Analyse von Minter hat ergeben, dass Eric Lewis folgendes Merkmal besitzt: selbstsicher. Ach, dafür ist das gut. Okay. Ja, jetzt kannst du machen, was du willst. Wir gehen eh gleich nach Hause. Minter hat heute fantastische Arbeit geleistet. Akademisches Prestige und wissenschaftliche Errungenschaften werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. Schade, keine Beförderung. Ja, dann kannst du jetzt mal was zu Abend essen. Na, Oreo. Ja, setz dich auf unsere schöne Küche. Ich sehe nicht so, als würden wir dort Lebensmittel zubereiten. Minze schlingt so. Ja, gönn dir hier doch mal ein Schaumbad, oder? Wieso bist du traurig? Nicht erfüllter Vorsatz. Ach so, sie wollte eine Beförderung, haben wir nicht geschafft. Ja, aber nur fast nicht. Es war sehr knapp. So, wir haben Level 3 erreicht. Die ist aber gerade auch wütend. Ich lasse noch ein bisschen. Vielleicht geht dir dann die Anzeige hier schneller hoch. So, und ab ins Bett rennen. So, es ist der nächste Morgen. Du kannst hier mal auf Toilette gehen. So, ich lasse Minze noch am Computer, bis sie dann zur Arbeit geht. Wir lassen sie heute allein zur Arbeit, weil dann wird sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dann befördert. Nicht, dass wir die Arbeitsleistung wieder sinken lassen, weil sie bald randalieren wird. So, du gehst alleine zur Arbeit, Minze. Selene Lopez ruft uns während der Arbeit an. Hey Minza, ich finde Salim Benali echt süß. Soll ich ihn um ein Date bitten? Ja, sag zu, das ist doch die Barkeeperin bei den Werwölfen. Mach das.
Ja, wir sind befördert worden zum Serum-Sequenzerin. Minza wurde befördert und ist jetzt Serum-Sequenzerin. Sie verdient 9 Simoleons mehr pro Stunde, Stundenlohn von insgesamt 48. Und wir haben 312 bekommen. Oh, unsere Freunde sind zu Besuch gekommen. Ja, du kannst ja mal hier auch mit ihnen reden. Auch der Kämmerer ist vorbeigekommen, unser Arbeitskollege. Ja, kannst mal mit allen reden. Unser anderer Arbeitskollege ruft uns an. Okay, ich weiß, das wird sich komisch anhören. Wir sind befreundet, aber nun, ja. Also gut, ich sage es jetzt. Ich habe mich in dich verliebt. Echt, unser Arbeitskollege? Puh, jetzt ist es raus. Würdest du mal mit mir ausgehen? Du bist so cool. Ich möchte wirklich mehr Zeit mit dir verbringen. Irgendwie ist das total niedlich. Ja, ich würde sagen, Minze sagt, ja, wir können es ja mal versuchen, oder? Wenn nicht, kann man sie ja immer noch wieder lassen. Ich glaube nicht, dass sie da so risikoscheu ist. Im Gegenteil, ihr macht es gar nichts aus. Wow, wirklich, das ist großartig. Oh, ich bin ja so glücklich, dass ich mich getraut habe, dich zu fragen. Sag mir einfach, wann du Zeit hast, dann gehen wir aus. Oh, wie niedlich. Das machen wir beim nächsten Mal, wenn ich es nicht vergesse. Ja, Minze ist schon toll, hä? Huh? Jetzt hast du auch dein Outfit wieder. Das ist schön. Das ist das Outfit, was ich nicht mehr gefunden habe. Im Kass. Ja, dann räume ich mal den Teller auf und dann solltest du vielleicht was essen. Hast du noch was da? Ja, dann nimm mal Reste. Oh, Candy. Ah, sind schon wieder Mäuse. Die kannst du dann nachher auch wegmachen. Wir haben eine Katze und die jagt keine Mäuse. Na, ihr drei? Also, Minza, du schaust Candy gerade schon ein bisschen verliebt dann, hä? Was redet ihr denn über Flugzeuge? Ist ja nicht so, als hätten wir eine schöne Wohnung, wo alle hinsetzen können, auf die schöne Couch. Aber nein, wir müssen im Flur sein. Ja, ich weiß, das sind Mäuse. Wir machen sie gleich weg. Jetzt mach erstmal das Essen. Oh nein, das sind auch Kakerlaken. Vernichten. Ja, falls wir wissen, dass das eine blöde Bruchbude ist. Wir ziehen ja um, sobald wir können. Hier, das ganze Sofa ist zerkratzt. Jo. Oh, Feist versucht sie wegzumachen. Das ist nett von dir. Er hat sie weggemacht. Wie nett. Müssen wir das nicht mehr machen? Dankeschön. Willst du nicht fertig essen, Minza? So, eine Mausefalle. Ist ruhig noch fertig. Dann musst du mal auf Toilette und hier das Futterdings füllen. Ah, das ist dreckig geworden. Ja, dann bade halt erstmal. Aber du badest ja eigentlich nicht so gerne wegen deinem Werwolf-Ding. Und wir müssen auch mal ihr Bestreben weitermachen. Wir müssen Strache spielen und Level 6 der Schelmfähigkeit erreichen. Ja, da kannst du das doch mal hier so weiterleveln. Du kannst jetzt hier eh keinen Streich spielen. Kannst du hier mal ihn vor und provozieren. So. Oh, hier sind auch Mäuschen. Kann hier nicht die Katze die Mäuse jagen? Das geht nicht. Wieso nicht? Mäuse jagen. Die kommt da nicht ran. Und dort Mäuse jagen? Nee, unsere Katze hat keine Lust, Mäuse zu jagen. Du hast Angst vor dem Computer, aber das macht doch nichts. Hier ist eine Maus. Stört dich der Schreibtisch dort? Ja, dann müssen wir den, wenn ich dran denke, mal umstellen. Ja, die Maus, die da rumrennt. Ja, Oreo, du bist flauschig. Hast du uns wieder alles voll? Ja, tun wir hier gleich im Müll werfen. So, oh, hier ist noch ein Haarbusch. Hör mal auf, hier deine Haare zu verstreuen, Oreo. Jetzt habe ich es nicht erwischt. Noch ein Haarbusch. Ja, du bist halt flauschig. So, jetzt bist du nicht mehr flauschig. Ja, du freust dich, Minza. Aber dann beende ich die Folge auch an dieser Stelle hier mit unserer Minza. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Und ja, wenn ihr Ideen habt zu Minza, wie sie weiter vorgehen könnte, was sie machen soll, ob sie das Date annehmen soll oder nicht, dann ja, meldet euch gerne. Ich würde mich da sehr freuen. Schreibt es einfach unter das Video. Und ja, der liebe Oreo singt noch ein Lied für euch. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.